Bei den Fernsehsendungen stellt man sich üblicherweise immer in der gleichen Art und Weise vor. Und so möchte ich es auch halten. Ich heiße Hermann Walter Sieger, bin 62 Jahre alt. Meine Hobbys sind Briefmarken, alte Autos und mein Hund. Sie sehen mich jetzt an meinem unordentlichen Arbeitsplatz in der Briefmarkenversandfirma. Wir werden nachher diesen Platz verlassen, um in einem speziellen Raum über Flugpost zu sprechen, über Belege, die geprüft werden sollen, über die interessante Geschichte der Aerophilatelie. Sie kennen den Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten und der Pilot Pence, der in einem gerade Flugzeug damals die erste Flugzeugpost in Deutschland beförderte, gehört eindeutig zu diesen Leuten. Schauen Sie sich mal den Flugapparat an. Heute würde niemand es wagen, damit zu fliegen. Er hat aber die erste Post mit Flugzeug in Deutschland befördert. Ein ganz unscheinbarer Beleg mit Poststempel vom 18. Februar 1912, einem Rundstempel, der die Beförderung mit Flugzeug bestätigt und hier mit Unterschrift des Konstrukteurs Hans Grade. Diesen Beleg nehme ich absichtlich als Anfang meiner Ausführungen, weil sicherlich jeder erwartet hat, das würde mit einem Zeppelin-Beleg anfangen. Aber die klassische Flugpost ist gerade auf dem Gebiet der Belege, die mit Flugzeugen befördert wurden, am Anfang sehr viel gestaltiger als etwa die Zeppelin-Belege, die allgemein bekannt sind. Das ist jetzt die erste deutsche Flugpostmarke, keine amtliche Briefmarke, sondern eine private Ausgabe des Konstrukteursgrade. Man hatte die Idee, eine großformatige Fignette zu produzieren, auf der dann die eigentliche Briefmarke aufgeklebt wurde. Der Beleg ist ein Bedarfsbrief. Man hat damals Werbesendungen, Rundschreiben mit diesem gerade Flugzeug befördern lassen, um der Werbebotschaft, um dem Brief einen besonderen Aufmerksamkeitswert zu sichern. Sie können auf der Marke die Inschrift Flugpost erkennen und diese Inschrift wurde, natürlich möchte ich fast sagen, von den Postbehörden beanstandet. Grade durfte später diese Vignetten nicht mehr verwenden, weil seine Postbeförderung ja privat war und nicht amtlich. Die aufgeklebte Germania-Marke hat eine Firmendurchlochung, wie sie damals üblich war, und zwar die Buchstaben GR für Grade. Nicht alle Belege der Flugpost Burgbrück haben solche durchlochten Marken, wohl aber viele, und diese durchlochte Marke ist ein Echtheitsmerkmal. Ich habe bis heute keine Fälschung gesehen, die eine durchlochte Briefmarke gehabt hätte. Und in gewissem Sinne kann man eigentlich sagen, dass auch die Germania-Marke mit Firmenlochung GR ein Flugpostmarkenvorläufer ist. Hier sehen Sie jetzt die ungestempelte Burgbrück-Marke, ohne aufgeklebte Briefmarke. Man hat sogar, damit jeder weiß, wohin die Briefmarke geklebt werden muss, auf das leere Feld aufgedruckt Platz für Freimarke und drunter das gerade Monogramm. Hier ein Brief, frankiert, wenn man so sagen will, mit einem Probedruck. Man war damals sparsam und hat auch die Probedrucke verwendet, denn es war ja schade, diese Probedrucke wegzuwerfen. Dieser Brief ist sicherlich nicht philatelistischen Ursprungs, sondern einfach eine Spielerei, denn damals hat man ja diese Marken, diese Flugmarken, als Privatpost betrachtet, als Vignetten und gar nicht so sehr ernst genommen. Und heute sind das
große Raritäten, seltene Stücke, die man nur noch gelegentlich auf einer Ausstellung oder einer Auktion bewundern kann. Damals war es eigentlich eine Spielerei. Hier sehen Sie die Firmendurchlochung GR ganz besonders deutlich, fast leuchtend. Und zwar deswegen, weil der Probedruck auf einem anderen, nämlich einem gestrichenen Papier gedruckt worden ist, im Gegensatz zu der Originalmarke, die ja auf normalem Papier hergestellt wurde. Gelegentlich gibt es das ja heute noch. Man kann sich fotografieren lassen und kriegt dann Fotos mit seinem eigenen Konterfei in Briefmarkengröße perforiert. Damals, 1912, haben die Fotografen solche Bildchen gemacht und in Regensburg hat man auf diese Art und Weise Briefmarken produziert. Die wurden nicht gedruckt, es existierte eine einzige Vorlage und von der wurden dann in einem Fotoatelier diese Briefmarken hergestellt, perforiert und gummiert. Die Regensburger Fotomarken gehören zu den klassischen Flugpostausgaben und werden recht oft gefälscht. Allerdings gibt es bei den Originalen viele Farbvariationen, denn diese Fotos waren ja mehr oder weniger Handarbeit und wurden Bogen für Bogen abgezogen. Es gibt Farbvariationen und es gibt natürlich auch Variationen, die einfach durch das Alter und die Art der Aufbewahrung entstanden sind. Und wenn Sie heute eine Regensburger Flugpostmarke, eine Fotomarke sehen und die ist besonders schön, dann seien Sie bitte sehr misstrauisch. Es gibt Leute, die kaufen sich ein altes Original und machen dann mit modernen Fotos und modernen Materialien perfekte Fotokopien, die aber allesamt viel zu schön sind. Denn damals im Jahre 1912 war die Technik auch nicht annähernd so gut wie heute. Das heißt, Regensburger Fotomarken sind immer prüfungsbedürftig. Das ist jetzt die seltene 20-Pfennig-Marke der Regensburger Flugpost auf geflogenem Beleg. Den Beleg sieht man es heute noch an. Das war schlicht und einfach eine Grußpostkarte vom Flugtag, ein Souvenir und niemand hat daran gedacht, dass das je einmal eine philatelistische Rarität werden würde. Auch hier gilt wiederum wie sehr oft bei der klassischen Flugpost die Regel, dass ein unscheinbarer Beleg, ein fast hässlicher Beleg, beinahe immer echt ist und alles, was zu schön aussieht, erregt Verdacht. Das ist der berühmte gelbe Hund. Dieser verrückte Aufdruck entstand, weil das Flugzeug tatsächlich gelb angestrichen war und keine besonders gutmütigen Flugeigenschaften hatte und deswegen den Namen Gelber Hund erhielt. Mit diesem gelben Hund wurde damals Post befördert und für diese Post entstanden die Marken mit Aufdruck. Der Aufdruck wird gefälscht, die Aufdruckabarten werden gefälscht, weil die Urmarke, die 10-Pfennig-Marke, relativ preiswert ist, auch heute noch, und vor 20 Jahren noch ganz billig erhältlich war. Hier sehen Sie den Aufdruck mehr im Detail. Man kann die Farbe erkennen. Man kann erkennen, dass das Ganze relativ primitiv hergestellt wurde. Beispielsweise der Strich links oben neben der Wertangabe ist gar nicht voll abgedruckt. Man kann manche Marken oder sogar viele bestimmen, von welchem Bogenplatz nun die Aufdruckmarke stammt. Und es gibt auch einen sehr berühmten Druckfehler, den wir auf dem nächsten Bild zeigen werden. Das macht ja nichts. Das ist nun der Fehldruck
Huna statt Hund. Das heißt, der Buchstabe D ist beschädigt. Der Aufstrich ist nicht vollständig abgedruckt. Und das D sieht aus wie ein A. Dieser Fehldruck ist recht bekannt. Er steht im Michel und wird deswegen lustig gefälscht. Ganz primitiv mit dem Messer, gelegentlich auch mit Übermalungen. Und immer wieder kommt ein Sammler, der ist ganz stolz, er hätte einen Huna und möchte ein Attest. Und in Wirklichkeit hat er ein verfälschtes Stück, bei dem einfach die Farbe des Aufdrucks abgekratzt wurde. Unter einer Vergrößerung, wie hier auf diesem Videobild, kann man das sehr deutlich erkennen, unter der normalen Lupe oft nur mit Schwierigkeiten. Deswegen ist auch der Huna stets prüfungsbedürftig. Und vielleicht jetzt im Zusammenhang mit dem gelben Hund eine kleine Story. Wir hatten einen Kunden, einen begeisterten Flugpostsammler, und der hatte endlich das Geld zusammen, um sich ein postfrisches Exemplar des gelben Hundes zu kaufen. Er lebte in der nächsten Ortschaft und seine Frau hatte ein kleines Modengeschäft. Ich kam in den Laden und er hat mich dann gefragt, ja, wann kriege ich denn endlich meinen gelben Hund? Und seine Frau war entsetzt und sagte zu ihm, du bist doch total verrückt. Wir haben schon zwei Hunde, was tun wir mit einem dritten? Denn die war der Meinung, er hätte einen richtigen, vierbeinigen Hund gekauft und dachte gar nicht an die Briefmarke. Das ist der kopfstehende gelbe Hund. Damals im Jahre 1912 schon bekannt. Möglicherweise wurde sogar ein Bogen vorsätzlich mit kopfstehendem Aufdruck versehen. Diese kopfstehenden Exemplare wurden dann von der Organisationsleitung an ganz besonders fleißige Mitarbeiter verschenkt, gewissermaßen als Prämie dafür, dass die Betreffenden sehr viele Postkarten der Postkartenwoche, deren Erlös ja einem sozialen Zweck diente, verkauft haben. Das heißt, diese kopfstehenden Marken mit kopfstehendem Aufdruck sind vermutlich absichtlich hergestellt worden, um eine solche Prämie zu haben, die den Veranstalter nichts gekostet hat, aber heute eben wiederum eine große Rarität ist. Extrem selten ist der Doppelaufdruck gelber Hund, einmal in gelber und einmal in dunkelblauer Farbe. Weil dieses Flugzeug den originellen Namen gelber Hund hatte, wollte man die Marken zuerst in gelber Farbe überdrucken. Es hat sich dann herausgestellt, dass die gelbe Farbe fast nicht zu sehen ist. Und sparsam, wie man damals war, wurde der Probedruckbogen, vermutlich nur ein Bogen, dann nachher noch einmal überdruckt, und zwar in dunkelblauer Farbe. Dieser Doppelüberdruck ist manchmal perfekt gelungen und deckt den gelben Druck fast ganz, wie Sie hier an der gestempelten Marke sehen können. Bei dem ungestempelten Paar übrigens, die einzigen ungestempelten Stücke überhaupt, die bis jetzt bekannt wurden, ist dagegen die gelbe Farbe sehr deutlich zu sehen. Schon im Briefmarkenjournal der Firma Senf in den 20er Jahren wurde auf diesen Doppeldruck hingewiesen. Er ist dann jahrelang in Vergessenheit geraten und wurde weder katalogisiert noch gehandelt. Heute ist er im Katalog und gehört zu den großen Raritäten. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, als ich als junger Mann zu Gast war bei Frau Keimel, der Witwe des bekannten Flugposthändlers in Deisenhofen, um dort ihre damals riesigen Bestände der Flugpost Rhein-Main durchzusehen. Dort fanden sich zwei echt geflogene Karten mit dem Doppeldruck frankiert
unter den ganz normalen Beständen, die standen unerkannt bei den preiswerten Karten und niemand hatte festgestellt, dass es der seltene Fehldruck war. Meine Entdeckung wurde damals von der Frau Keimel mit einem großen Stück selbstgebackenen Zwetschgenkuchens mit Sahne belohnt. Das ist so eine nette Erinnerung an die Zeit, als die Raritäten noch preiswert waren. Fälschungen dieses Doppeldrucks gibt es bislang keine. Im Gegenteil, es gibt eine Kartei, eine Liste aller bekannten Stücke, die ganz langsam erweitert wird. Im Augenblick ist der Doppeldruck des Gelben Hundes in Bezug auf die Seltenheit eine Marke, die beinahe mit der blauen Mauritius konkurrieren könnte, aber natürlich nicht so begehrt ist, weil es sich ja im Grunde genommen nur um eine private Marke handelt oder eine halbamtliche Marke, wie man heute sagen würde. Trotzdem ist dieser Doppeldruck eines der originellsten Stücke der klassischen deutschen Flugpost, eben deswegen, weil er nicht absichtlich entstanden ist, sondern ganz einfach aus Sparsamkeit der Druckerei. Die Marke Rhein-Main mit Aufdruck EELP wurde wegen des Aufdrucks berühmt, ehe man feststellte, dass diese Ausgabe auch sehr selten ist. Der Aufdruck war damals ein Preisausschreiben. Die Leute mussten die Marke kaufen, auf eine Karte kleben und auf die Karte die Lösung schreiben, was der Aufdruck wohl bedeuten würde. Es gab alle möglichen Variationen. Einer hat beispielsweise geschrieben, eine elende Post. Die andere Deutung war Eleonore Ernst Ludwig Post. Das waren die Namen des Paars, des Großherzogs und seiner Frau. Die richtige Lösung heißt aber Ex est Luftpost. Das klingt zwar verrückt und vermutlich hat man erst nachher diese richtige Lösung gewählt, als die Karten schon eingegangen waren, damit es auch nur einen Preis gab, der verteilt werden musste. Aber Tatsache ist, dass die Einsenderin der Karte mit der Lösung Ex est Luftpost den Preis gewonnen hat. Es gibt zwei Werte mit Aufdruck EELP, die Marke zu 10 Pfennig und die Marke zu 20 Pfennig. Der Aufdruck wird sehr häufig gefälscht, und zwar hauptsächlich bei der Marke zu 10 Pfennig, die sehr viel seltener ist. Und im Handel und auf Auktionen tauchen immer wieder Paare auf, bei denen ist die eine Marke echt und die andere falsch. Hier kann sogar der Sammler ohne den Prüfer zu konsultieren oft sehr leicht feststellen, dass eine Fälschung vorliegt, denn der Aufdruck der echten Marken ist ziemlich scharf geschnitten und deutlich, bei den Fälschungen oft flacher und weniger scharf. Und gerade bei der von unseren Fälschern angewandten Methode, eine echte Marke mit einer falschen zu kombinieren, hat man ja schon das Vergleichsstück zur Hand. Trotzdem sind die EELP-Aufdrucke stets prüfungsbedürftig, denn hier lohnt sich die Fälschung und das Grundmaterial ist ja noch relativ wohlfeil erhältlich. Hier ein Hinweis für den Sammler, und ich muss eben in Kauf nehmen, dass vielleicht ein Fälscher mithört. Bei den Originalen, seinerzeit überdruckt im Buchdruckverfahren im Jahre 1912, haben sich die Lettern deutlich durchs Papier gedrückt. Man sieht das hier auf der Aufnahme sehr klar. Die Gummierung, die damals noch glatt war, hat im Laufe der Zeit kleine Risschen bekommen und diese Risschen gehen, auch da sehen Sie auf dem Bild sehr deutlich, von den Punkten und den Buchstaben aus. Und das lässt sich auch mit den modernsten Mitteln nicht imitieren.
Wenn jetzt ein neuer Fälscher anfängt, den Aufdruck perfekt in Offset nachzuahmen, dann kann er vielleicht die Farbe treffen, er kann die Buchstaben treffen, aber die kleinen Gummirisse auf der Rückseite, die kann er nicht imitieren. Hier jetzt die komplette Karte, frankiert mit der 10-Pfennig EELP. Und auf der Karte können Sie deutlich sehen, was der Herr Jacobi für eine Lösung gefunden hat, nämlich Eleonore Ernst Ludwig Preis. Im Grunde genommen eine ganz logische Lösung, die aber leider nicht prämiert wurde. Übrigens, die Karte mit der Lösung Ex Est Luftpost ist nie wieder aufgetaucht. Ich vermute, die ist im Archiv der Organisation verschwunden. Das ist jetzt ein Original und eine Fälschung, oder genauer gesagt ein moderner Faksimile-Druck. Hier kann, ich möchte sagen, ein Blinder den Unterschied mit dem Stock fühlen. Ganz deutlich erkennbar die scharf geschnittenen Buchstaben des Originals, die verschwommenen Buchstaben des Faksimile-Drucks, ganz deutlich erkennbar die glänzende schwarze Farbe des Originals und die stumpfe schwarze Farbe des Faksimile-Drucks. Weil es sich um einen Faksimile-Druck handelt, ist, Sie können das sehen, das Wort Copy aufgedruckt, aber es lässt sich natürlich leicht mit einem Messer entfernen. Im Grunde genommen muss bei einem Faksimile-Druck, gegen den eigentlich nichts einzuwenden ist, die Kennzeichnung sehr viel deutlicher erfolgen. Und zwar sowohl vorderseitig als auch rückseitig, damit die Verwechslungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind und damit man auch die Kennzeichnung nicht entfernen kann. Trotzdem ist hier gerade der Unterschied sehr deutlich zu sehen. Auch Fälschungen, die auf Originalen hergestellt wurden, zum Teil schon vor dem Krieg, zeigen beinahe immer die gleichen Merkmale. Das Original des Aufdruckes EELP ist scharf geschnitten, deutlich ausgeprägt und hat eine glänzende Farbe. Die Fälschungen sind fast immer undeutlich und mit stumpfer Farbe hergestellt. Auf dem Videobild deutlich erkennbar ist auch der Unterschied zwischen den Herstellungsverfahren. Das Originalaufdruck in Buchdruck, also eingeprägt und sogar etwas vertieft im Markenbild, der Faksimile-Druck im Offset-Druck, deswegen ganz flach und nicht eingeprägt. Ganz deutlich erkennbar. Das ist jetzt eine Fälschung, die ich eigentlich als Bilderbogenfälschung bezeichnen möchte, weil sie recht primitiv ausgeführt wurde. Sie ist aber trotzdem gefährlich für den Sammler, weil die allerwenigsten ein Original der EELP-Marken als Vergleichsstück haben können. Deutlich erkennbar wiederum der eingeprägte, in Buchdruck hergestellte Aufdruck des Originales, der flache, in Offsetdruck hergestellte Aufdruck der Fälschung, die Unterschiede im Schnitt der Buchstaben, beim Original scharf und deutlich, bei der Fälschung doch recht undeutlich und primitiv. In diesem Falle kommen diese Fälschungen oder Replikate auf den Markt rückseits mit einem Stempelaufdruck. Dieser Stempelaufdruck Privat ND ist natürlich völlig falsch. Es handelt sich niemals um einen Neudruck, sondern höchstens um einen Nachdruck. Und ein Stempel lässt sich sehr leicht entfernen. Und ich fürchte, das heißt, ich weiß sogar, dass eine ganze Menge solcher Marken ohne diesen Stempel existieren und deswegen vom unbefangenen Sammler für Originale gehalten werden. Vielleicht gerade bei einem Tauschtag, wenn es etwas dunkel ist, gegen Ende der Veranstaltung,
wird so ein Ding dann in Tausch genommen, in der Hoffnung, man hätte den großen Fang gemacht. Deswegen hier bitte große Vorsicht bei allen Gelegenheitskäufen. Es gibt leider auch falsche Stempel bei der Flugpost am Rhein und am Main. Hier ein falscher Stempel Darmstadt links, der echte Stempel zum Vergleich rechts. Sehr schön der Unterschied bei den Buchstaben R und bei den Buchstaben H mit deutlich verschiedenem Schnitt. Deutlich erkennbar auch die Farbe, die bei der Fälschung stumpfer ist, vielleicht mit weniger Öl. Und das Kreissegment bei der Originalmarke, das heißt bei dem Originalstempel, sehr klar und deutlich, bei der Fälschung dick und verschwommen. Trotzdem macht die Fälschung gerade in der Eile eines Tauschtages oder auf einer Ausstellung zuerst einen recht guten Eindruck. Gerade weil der Stempelabdruck verschmiert ist, denkt man im ersten Augenblick nicht daran, dass der Stempel falsch sein könnte. Ein Jammer allerdings, dass eine schöne echte Marke hier durch einen falschen Stempel völlig wertlos gemacht wurde. Zeppelinpost ist zumindest bei uns in Deutschland ein wichtiger, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Teil der klassischen Flugpost. Denn damals wurden in Deutschland die Luftschiffe sehr viel mehr bewundert und bevorzugt als die Flugzeuge. Ganz einfach, weil diese majestätische Erscheinung eines Luftschiffes viel schöner, viel mächtiger, viel stolzer war als so ein Aeroplan mit seiner Drahtverspannung und seinem mickrigen Motor, seinem Geheule, seinem Gehuste. Das Luftschiff kam majestätisch daher, während das Flugzeug damals etwas Aufgeregtes, Kleines war, ganz im Gegensatz zu heute. Und wenn Sie Zeppelinpost sehen, und wenn Ihnen Zeppelinpost angeboten wird, dann denken Sie daran, nicht alles, auf dem der Name Zeppelin steht, war auch in einem Luftschiff. Wie beispielsweise diese Karte mit einer Originalunterschrift des Grafen Zeppelin, mit einem Text, den irgendein Sekretär geschrieben hat, eine Karte, die der Graf damals in Mengen irgendwie nebenbei unterschrieben hat, um sich für die vielen Briefe zu bedanken, die er als Aufmunterung für sein Werk aus allen Kreisen der Bevölkerung erhielt. Also ein echter Zeppelin-Beleg, aber nur echt als Autogramm, aber nie mit einem Luftschiff befördert. Das Luftschiff LZ6 oder auch Z römisch 3 war das erste, das irgendeine Art von Stempel benutzte, einen ganz privaten Stempel mit der Inschrift Signalpost. Diesen Stempel sehen Sie hier auf einer Barographenkurve. Das ist also eine reine technische Kurve, auf der festzustellen ist, in welcher Höhe das Luftschiff jeweils gefahren ist. Den Stempel gibt es auch auf Abwurfkarten, auf Umschlägen, auf Zetteln, auf Visitenkarten, und dieser Stempel ist manchmal ein philatelistischer Stempel, denn damals schon gab es an Bord der Luftschiffe Leute, die irgendwelche Souvenirs für Bekannte machen wollten und dies auch getan haben. Ein Glück, dass das geschah, denn sonst würde es von den allerersten Fahrten gar nichts Philatelistisches geben. Das ist eine Speisekarte des Zeppelin-Luftschiffes Deutschland und diese Karte ist ein Musterbeispiel dafür, wie wenig ernst man damals den Abdruck des Bordstempels genommen hat. Der Bordstempel war einfach ein Beweis dafür, dass irgendetwas an Bord eines Luftschiffes gewesen ist,
aber nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass es sich um Post im eigentlichen Sinne des Wortes handelt. Man hat hier den Poststempel auf einer Speisekarte abgedruckt. Interessant übrigens, wie preiswert man damals an Bord eines Luftschiffes essen und trinken konnte. Und diese Poststempel gibt es auf allem Möglichen und mit allen möglichen Daten. Das heißt, es ist vorgekommen, dass auf einem Beleg mehrere Poststempel sind. Es ist vorgekommen, dass der Stempel ein falsches Datum trägt. Kurzum, dieser Stempel ist kein postalischer Stempel, sondern irgendein Offizier oder ein Maschinist oder ein Maat an Bord des Luftschiffes hatte den Stempel in der Hand. Und wenn ein Passagier kam und wollte den Abdruck, dann hat er auch den Abdruck bekommen. Heute beispielsweise würde es den Abdruck ganz bestimmt auf dem T-Shirt irgendeines Mädchens geben, das an Bord des Luftschiffes mitgefahren wäre. Deswegen eine Ermahnung an die Philatelisten, man soll diese ersten Bordstempel nicht so bierernst nehmen, sondern als das, was sie damals waren, ein Souvenir, eine Dokumentation des technischen Fortschrittes, und man hat kaum an die Sammler gedacht, als man die Stempel anbrachte. Hier ein weiteres Beispiel dafür, was damals alles passierte. Man hat an Bord des Luftschiffes Karten blanco im Voraus mit dem Bordstempel versehen. Die Karten wurden nicht alle benötigt. Bei der nächsten Fahrt hat man wieder einen Bordstempel abgedruckt und das Datum des alten Stempels mit Hand korrigiert. Und dann kam auch noch der richtige, der Bordpoststempel drauf, also der ovale Stempel, mit dem die Marke entwertet ist. Das ist dann schon ein amtlicher Stempel, bei dem das Datum stimmt. Das heißt, bei der ersten Zeppelin-Post kommen immer wieder Belege vor mit verschiedenen Daten im Bordstempel, ganz einfach entstanden dadurch, dass im Voraus Karten blanco abgestempelt wurden, die man dann nachher wieder verwendete, denn damals war man sparsam und hat eine solche Karte nicht weggeworfen. Das sind aber keine Riesenraritäten, sondern Kuriositäten, die dem Aerophilatelisten Freude machen, die man aber trotzdem nicht überbewerten sollte. Von fast allen Bordpoststempeln oder Bordstempeln der alten Zeppelin-Luftschiffe gibt es blanko abgestempelte Karten, die nie befördert wurden und die man als Souvenir erhalten konnte. Hier sehen Sie zwei solche Blanko-Karten, eine mit dem Bordpoststempel der Hansa und die andere mit dem violetten Bordstempel. Solche Blankokarten hat es jahrelang sehr, sehr preiswert gegeben. Noch in den 50er Jahren hat man für eine solche Karte 2 oder 3 Mark bezahlt. Und aus diesen Karten haben dann tüchtige Fälscher, Verfälscher echt gelaufene Belege fabriziert. Angenommen, Sie nehmen jetzt die Karte mit dem Bordpoststempel. Dann schreiben Sie mit Bleistift eine Adresse drauf. Bei einem Bleistift kann man das Alter der Schrift nicht feststellen. Machen einen Nachtaxiervermerk, also Nach-Porto-Vermerk drauf. Und das ist dann angeblich ein Beleg des Luftschiffes Hansa, der eben nicht frankiert war und bei dem Nach-Porto erhoben wurde. Oder noch besser, Sie nehmen die untere Karte mit dem violetten Bordstempel, streichen die Germania-Marke mit einem Buntstift aus, so wie es damals ein Postbeamter getan hat. Wenn die Frankatur nicht entwertet wurde, schreibt auch hier einen schönen Grußtext auf und schon haben Sie eine wunderbare Verfälschung und haben aus einem Stück, das mal 2 Mark gekostet hat, ein Stück gemacht, das mehrere 100 Mark wert sein kann. Deswegen muss man bei diesen Stücken, speziell bei solchen, die irgendwie zweifelhaft sind, nachprüfen, ob an dem betreffenden Datum das Luftschiff überhaupt gefahren ist und, das kann man erfreulicherweise, ob die betreffende Person an Bord des Luftschiffes war. Denn es gibt erfreulicherweise von den meisten Luftschiffen noch die Bordbücher,
mit den Originalunterschriften der Passagiere und anhand dieser Bordbücher ist festzustellen, ob die Unterschrift echt sein kann. Die dritte Karte, die Sie sehen, ist schön echt gelaufen und hat sowohl den Bordstempel als auch den Bordpoststempel. Die Karte ist so eine typische Grußkarte, in diesem Fall sogar nach London, deswegen mit Auslandsfrankatur. So sieht ein echter Beleg aus. Ziemlich wild, ganz einfach, wie Ihnen die Tante oder der Onkel an Bord des Luftschiffes schrieb, wie ihn der Freund oder Vetter geschrieben hat, ohne je daran zu denken, dass so ein Beleg mal auf eine Auktion und nachher in ein Briefmarkenalbum kommt. Diese Illustration auf der Bildseite einer Zeppelin-Postkarte zeigt, wie populär damals die Luftschiffe waren. Wenn die große Zigarre, die Himmelswurst, kam, dann ist das ganze Dorf zusammengelaufen. Man hat sich gefreut, man hat mit Fahnen gewunken, mit Betttüchern und man hat gelegentlich sogar mit der Besatzung gesprochen, denn so ein Luftschiff konnte ja in der Luft stillstehen wie ein Hubschrauber, konnte sogar die Motoren abstellen und konnte sich unterhalten. Damals ist es gelegentlich passiert, dass das Luftschiff zu einem Bahnhof fuhr, um mit dem Feldstecher den Namen an dem Schild zu lesen, weil man nicht mehr genau wusste, wo das Luftschiff ist. Und das ist bei der Prüferei der Zeppelinpost ein nicht unwesentlicher Gesichtspunkt. Es kommen immer wieder Belege vor, die sind an einem Ort abgeworfen, an dem angeblich das Luftschiff überhaupt nie war. Hier darf dann der Prüfer Quellenforschung betreiben. Das heißt, man muss in dem betreffenden Ort nachforschen, ob das Luftschiff vielleicht nicht dort gewesen ist, rein zufällig, durch einen Umweg, durch eine Panne, durch einen starken Wind. Beispielsweise lag mir einmal eine Karte vor. Das war eigentlich ein ganz komisches Stück. Das Luftschiff konnte an dem Ort gar nicht gewesen sein. Es ist gut und gerne 60 Kilometer von dem Ort entfernt vorbeigefahren. Und wir haben dann festgestellt, dieser Ort liegt in der Nähe der Donau. Das Luftschiff fuhr während der Sommerzeit und über dem Donautal gab es heftige Aufwinde. Das Luftschiff konnte das Donautal nicht überqueren und ist große Schleifen gefahren, so wie heute die Lufthansa, wenn sie in Frankfurt nicht landen kann. Da geht die Warteschleife auch gelegentlich bis Würzburg. Und auf einer dieser Schleifen kam das Luftschiff tatsächlich zu dem Ort, an dem es angeblich gar nie gewesen ist, hat Post abgeworfen und an Ort und Stelle konnte man dann feststellen, den Namen des Finders, in dessen Garten der Abwurf gelandet ist. Man konnte sogar feststellen, dass es nicht nur eine, sondern mehrere Karten waren. Und es war nirgendwo registriert. Das wusste nur jemand im Heimatmuseum, der dort irgendwelche alten Notizen über den Besuch des Luftschiffes aufbewahrt hat. Und so wurde dann aus einem recht zweifelhaften Beleg eine echte Luftschiff-Abwurfpost. Und hier die Adressseite, genau der gleichen Karte. Sie sehen den Bordstempel mit drei verschiedenen Daten und dann den Bordstempel, den Bordpoststempel, also den amtlichen Stempel zur Entwertung der Marke benutzt, mit dem Datum, an dem die Karte dann tatsächlich befördert wurde. Diese arme Karte lag also offenbar lange an Bord des Luftschiffes herum, wurde aber dann gar nicht verwendet, kam an Bord eines anderen Luftschiffes, nämlich der Victoria Luise, und ist dort endlich und glücklich benutzt worden. Denn wie gesagt, die Leute an Bord der Luftschiffe, das waren sparsame Schwaben, die haben nicht eine Karte weggeworfen, sondern versucht, irgendwann einmal jemanden zu finden, der ihnen die Karte abgekauft hat. Und so ist es in diesem Fall zu einem richtigen Kuriosum gekommen. Das ist eine Karte auf
den ersten Blick ein absolut echtes mit dem Luftschiff befördertes Stück. Geschrieben von Albert Samt, dem späteren Luftschiffkapitän, mit echtem Abdruck des Bordstempels der Bodensee, aufgeliefert in Stockholm. Die Bodensee war einmal in Stockholm, man dachte damals daran, eine internationale Luftschifflinie einzurichten. Das wurde dann durch den Versailler Vertrag unmöglich gemacht. Kurzum, ein Beleg, der eigentlich ganz, ganz echt aussieht. In Wirklichkeit war die Karte zwar an Bord des Luftschiffes, vielleicht in der Tasche von Herrn Samt, vielleicht auf seinem Tisch, aber es ist keine eigentliche Zeppelin-Post. Denn Herr Samt hatte die Karte geschrieben mit einer persönlichen Grußbotschaft und dann in Stockholm der Post übergeben. Das heißt, die Karte, die ging dann mit Schiff nach Deutschland und mit Eisenbahn zu dem Ort, zu dem sie adressiert ist. Während die richtige schwedische Post der Bodensee mit schwedischer Frankatur ja mit dem Luftschiff von Stockholm nach Deutschland zurückgefahren ist. Und diese Karte, im Prinzip was ganz Nettes und durchaus für eine Zeppelin-Postsammlung geeignet, trägt einen Maschinenstempel mit dem falschen Datum, nämlich dem Datum, an dem die Bodensee schon lange wieder zu Hause war. Ein Besitzer dieser Karte kam dann auf die Wahnsinnsidee, das Datum auszukratzen und mit Kugelschreiber, man stelle sich vor, mit Kugelschreiber, der damals noch gar nicht erfunden war, zu korrigieren. Sie können deutlich sehen, dass aus dem späteren Datum mit Kugelschreiber eine 8 gemacht wurde, um vorzutäuschen, das wäre die seltene Schwedenpost der Bodensee. Hier sehen Sie die Verfälschung des Stempels sehr deutlich. Man sieht die Spur des Radierens, der Rasur. Man erkennt das alte Datum, nämlich 10. Oktober, von dem die Ziffer 1 deutlich und vollständig entfernt wurde. Die Ziffer 0 ist geblieben. Und der Verfälscher hat dann über die 0 eine 8 gemalt. Allerdings mit Kugelschreiber. Viel schlimmer wäre es gewesen, er hätte das ganz vorsichtig rasiert und hätte dann die Ziffer 8 mit einem kleinen Metallstempel aufgestempelt, dann wäre die Verfälschung recht gefährlich geworden. Hier ein Beispiel, wie man aus einem durchaus interessanten Stück durch eine ausgesprochen ungeschickte Verfälschung Schrott gemacht hat. Noch einmal ganz deutlich erkennbar die Rasur und die aufgeschriebene Ziffer 8. Hier eine Karte, die zeigt, dass es auch heute noch Neuentdeckungen gibt. Sie wurde mir erst kürzlich vorgelegt. Diese Karte stammt, wie man aus dem Bordstempel sieht, von der Deutschlandfahrt Oktober 1928. Des Luftschiffes Graf Zeppelin. Bei dieser Fahrt gab es zahlreiche Abwürfe, aber der Abwurf Leipzig war bis jetzt noch nicht katalogisiert, obwohl man genau wusste, dass das Luftschiff über Leipzig war. Diese Karte ist eindeutig echt und es gibt sogar ein ganz kleines Indiz, das zeigt, dass gar nicht manipuliert werden konnte. Links unten sehen Sie den Absenderstempel des Finders. Und dieser Finder, der Herr Ferdinand Flinch, hat offenbar eine Firma gehabt, in der die Freimarken durchlocht waren. Das hat man damals getan, weil die Chefs immer Angst hatten, der Portokassenjüngling würde die Marken aus der Portokasse klauen, um damit sein Mädchen auszuführen. Man hat also die Marken gekennzeichnet, dass man die Marken nicht weiterverkaufen konnte. Und wenn Sie jetzt die Briefmarke ansehen, dann ist die durchlocht mit dem Monogramm des Herrn Ferdinand Flinch. Und wenn Sie sich fragen,
warum die Marke jetzt die Firmendurchlochung von Herrn Flinch trägt, der doch gar nicht an Bord des Luftschiffes war, dann ist die Erklärung ganz einfach. Damals war es vielfach üblich, dass die Karten, die abgeworfen wurden, das waren ja private Abwürfe, nicht frankiert waren. Denn die Maschinisten, die Besatzungsmitglieder, die Passagiere an Bord der Luftschiffe hatten ja nicht ganze Bogen von Briefmarken dabei. Und während der Fahrt kam man immer wieder auf neue Ideen, an wen man vielleicht eine Karte senden konnte. Man hat einfach der Freundlichkeit der Finder vertraut und unfrankierte Karten abgeworfen, in der Hoffnung, dass der Finder so großzügig sein würde, wie hier in diesem Falle der Herr Flinch, die Karte zu frankieren, damit sie ohne Nachporto beim Empfänger eingeht. Das ist ein Beleg des Abwurfes Jerusalem, der Orientfahrt des Graf Zeppelin. Ein Abwurf, von dem immer wieder viele Sammler denken, sie hätten ein Exemplar des seltenen Stücks. Die meisten Karten und Briefe aber, die man mir vorlegt, mit einem Ankunftstempel Jerusalem, wurden überhaupt nicht über Jerusalem abgeworfen, sondern über Eramle und gingen dann mit der Eisenbahn nach Jerusalem, erhielt dort ein Ankunftstempel, weil der Adressat in Jerusalem wohnte. Von dem eigentlichen Abwurf über Jerusalem gibt es nur ganz wenige Exemplare und die haben ausnahmslos alle als Ankunftsstempel den hässlichen Maschinenstempel, den sie kopfstehend auf der Karte erkennen können, und nur dieser Maschinenstempel wurde für die Ankunftsabstempelung des Abwurfes verwendet. Ein weiteres Echtheitsindiz der Karte ist der private Leitstempel in vierletter Farbe und der Absender, nämlich Herr Tassler, an Bord des Luftschiffes, von dem es viele Belege gibt. Das ist eine totale Fälschung eines Polarfahrtbeleges. Falsch sind die Briefmarken. Falsch ist der Stempel von Friedrichshafen. Falsch ist der amtliche Bestätigungsstempel. Falsch ist der russische Stempel. Und ob das Kuvert echt, das heißt zeitgenössisch ist, möchte ich auch bezweifeln. So miese Kuverts hat damals niemand verwendet, der 7 Reichsmark auf einen Brief klebte, denn das war sehr, sehr viel Geld. Die Marken sind ganz primitive Drucke, schlecht hergestellt, schlecht gedruckt. Hier muss einem die Fälschung sofort auffallen. Der Tagestempel Friedrichshafen ist einigermaßen gut gelungen. Der Bestätigungsstempel ist viel zu klein, wie Sie gleich sehen werden. Und er hat naturgemäß auch nicht die richtige Farbe. Der Stempel des Eisbrechers hat eine Farbe, die nie verwendet wurde und unterscheidet sich deutlich vom Original. Eine solche Fälschung ist natürlich primitiv und wird wohl kaum einem Sammler gefährlich, es sei denn, es wäre ein Anfänger oder jemand, der sich seither nie mit Zeppelinpost befasst hat. Erstaunlicherweise kommen aber in der letzten Zeit derartige primitive Fälschungen immer wieder vor. Hier sehen Sie den Unterschied zwischen einer echten und einer falschen Polarfahrtmarke. Die echte hergestellt in Rastertiefdruck, die falsche im Offsetdruck. Bitte beachten Sie das grobe Raster und bitte beachten Sie die Darstellung des Zeppelins. Der Unterschied ist im Grunde genommen riesig, aber natürlich nur feststellbar, wenn man ein Original zur Hand hat. Deswegen immer wieder der Hinweis, nicht auf einem Tauschtag irgendeine Rarität am Schluss der Veranstaltung schnell im En Bloc-Preis zusammen mit anderen Stücken kaufen, wenn man keine Zeit mehr hat, die Marke genau zu begutachten oder von einem Fachmann prüfen zu lassen. Ein weiterer Unterschied aus der gleichen Fälscherwerkstatt: Sie können deutlich die verschiedene Zähnung erkennen. Die echte Marke in Kasten- bzw. Kammzähnung
die falsche Marke in Linienzähnung. Das ist eigentlich etwas, was jeder sofort erkennen kann. Das ist ein echter Hindenburg-Katastrophenbrief von einem bekannten Auflieferer mit echten Brandspuren, nichts manipuliert. Er muss in seiner Hülle bleiben, der Brief würde sonst zerbrechen. Solche Belege sind schon allein durch die Sensation gesucht. Und wenn Sie hier bitte die Brandspuren ganz genau beobachten, um sie nachher im nächsten Bild mit einer Fälschung zu vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass schon allein die Brandspuren verschieden sind und sich auch überhaupt nicht fälschen lassen. Denn wer hat schon ein Luftschiff, das er anzünden kann, um einen Brief zu fälschen? Denn die hohe Temperatur der Wasserstoffflamme lässt sich in der Fälscherwerkstatt kaum nachahmen. Sehen Sie, das ist ein ganz raffiniert gefälschter Hindenburg-Brief. Nämlich, es ist alles echt. Die Marken sind echt. Der Poststempel ist echt. Der Bestätigungsstempel ist echt. Nur wurde dieser Brief ein Jahr vorher befördert. Und man hat ihn kunstgerecht so angebrannt, dass man das Datum nicht mehr erkennen kann. Diese Art der Fälschung ist am besten ersichtlich aus den Brandspuren. Man sieht, dieser Brief war nicht in einem Packen im Luftschiff, sondern er ist einzeln, vermutlich mit dem Feuerzeug, vielleicht auch mit dem Schweißbrenner, angezündet worden. Die Brandspuren haben scharfe Grenzen, im Gegensatz zu dem langsamen Verlaufen der Brandspuren beim echten Stück. Und der ganze Umschlag war nie der hohen Temperatur ausgesetzt wie beim echten Beleg, denn auch die Stellen des echten Beleges, die kaum Brandspuren zeigen, weisen trotzdem eine leichte Bräunung auf, weil das Ding nun einmal unerhört heiß geworden ist. Aber wie gesagt, man kann sehr leicht eine Fälschung machen, die auf den ersten Moment aussieht wie ein echtes Stück, indem man einfach einen alten, echten Zeppelinbrief anzündet. Und noch ein falscher Hindenburg-Katastrophenbrief mit einem Absenderstempel von Dr. Hugo Eggener, wie er ihn nie verwendet hat. Dr. Eggener war auch kein Philatelist. Er hat nur gesagt, dass die Fahrten der Luftschiffe ohne die Philatelisten unmöglich gewesen wäre, aber er hat nie gesammelt und deswegen sicherlich auch keine solche Post aufgeliefert. Der Fälscher dachte natürlich, er macht etwas ganz besonders Wertvolles, wenn er einen Stempel von Dr. Eggener auf seiner Fälschung abdrückt. Übrigens, die Brandspuren, die Sie sehen, sind wiederum viel zu wenig und entsprechen überhaupt nicht dem, was eine heiße Wasserstoffflamme für Spuren erzeugt. Hier können Sie den falschen Stempel deutlich erkennen. Es ist ein Film des echten Stempels aufgelegt. Es stimmt weder die Größe noch die Verteilung der Buchstaben und es stimmt natürlich auch nicht die Farbe. Die Marken dagegen sind echt, die sind ja relativ preiswert erhältlich. Deswegen bei jedem Katastrophenbeleg des Luftschiffes Hindenburg ist größte Vorsicht angebracht. Bedenken Sie bitte, hier brauchen Sie nur die beiden Marken, einen Umschlag, ein Feuerzeug und einen falschen Stempel, um einen Beleg zu fälschen, der nachher 10.000 oder 12.000 Mark kostet. Damit Sie sehen, dass nicht alle Belege der Unglücksfahrt der Hindenburg angebrannt sein müssen, hier ein echter Brief, der die Unglücksfahrt mitgemacht hat, aber keinerlei Brandspuren zeigt. Diese Briefe stammen von der Post, die das Luftschiff von Deutschland nach den USA mitgenommen hat, die aber erst den Stempel der Rückfahrt des Bordpostamtes erhalten sollten.
Die Briefe haben also deutsche Frankatur, sind nicht abgestempelt worden, denn die Abstempelung hätte erst während der Rückfahrt erfolgen sollen. Diese ganzen Briefe waren fest verschnürt in einem Metallregal. Dieses Regal hat sich beim Absturz des Luftschiffes so tief in den Boden gebohrt, dass es vom Brand überhaupt nicht erreicht wurde. Später wurden die Briefe dann gerettet und von der amerikanischen Post mit dem Stempel PACBO versehen. Dieser Stempel wird beispielsweise auch verwendet, wenn ein ausländisches Schiff im Hafen einläuft und die Besatzung Briefe geschrieben hat mit einheimischer Frankatur, diese Briefe aber der fremden Postverwaltung übergibt. Derartige PACBO-Stempel gibt es heute noch. Hier bei diesen Belegen ist erstaunlicherweise die Fälschungsgefahr nicht so groß. Einmal, weil der PACBO-Beleg nicht so hoch bewertet ist und zum anderen, weil der Fälscher bei der Katastrophenpost ja stets an die angebrannten Belege denkt, nicht aber an diese Belege, die, weil sie nicht angebrannt sind, bei weitem nicht die Popularität der anderen Stücke erreicht haben, obwohl sie auch im abgestürzten Luftschiff waren. Und weil es sein könnte, dass vielleicht mal jemand dieses Video sieht, der daran denkt, wie leicht man doch 10.000 Mark verdienen könnte, wenn man einen Hindenburg-Beleg fälscht, der Kopf der amtlichen Liste über die geretteten Belege. Es gibt nämlich eine amtliche Liste, auf der stehen exakt die vollständigen Adressen aller Briefe, die aus dem Luftschiff gerettet wurden. Diese Liste ist nicht allgemein zugänglich, aber sie ist sehr nützlich bei der Prüfung der Belege, soweit sie noch eine Adresse tragen. Damit Sie sehen, dass es auch Belege gibt, die im ersten Augenblick falsch zu sein scheinen, in Wahrheit aber doch echt sind. Das Beispiel eines Zeppelin-Briefes mit der Olympiaserie des Jahres 1936. Das Luftschiff fuhr zu seiner ersten Nordamerika-Fahrt am 6. Mai, 20.30 Uhr ab. Die Marken erschienen aber erst am 9. Mai. Das Luftschiff kam eben an diesem Tag, nämlich am 9. Mai, 6.10 Uhr, also frühmorgens, in den USA an. Eigentlich ist es also gar nicht möglich, dass es einen Zeppelin-Brief gibt mit den Olympiamarken abgestempelt am Ausgabetag. Und wenn Sie die beiden Bordstempel auf der Abbildung betrachten, dann sehen Sie einen deutlichen Unterschied beim Buchstaben R. Einmal ist der Abstrich gerade und einmal geschwungen. Es gibt aber zwei verschiedene Typen des Bordpoststempels und es gab, wie man im Spezialkatalog nachlesen kann, in Halle an der Saale die Olympiamarken schon am 5. Mai. Es ist also denkbar, dass ein interessierter Philatelist dort die Marken erwarb und die Briefe zum Luftschiff brachte. Ebenso ist es denkbar, dass das Bordpostamt als Dienststelle der Deutschen Reichspost die Marken an Bord hatte und erst am 9. Mai ausgab. Die vermeintliche Fälschung ist also doch echt und sogar eine interessante Rarität, nicht nur für den Zeppelin-Post, sondern auch für den Olympiasammler.